Wenn abends wirklich einmal Gesellschaft ist, bekommen die Kinder vorher zu essen. Es ist billiger, schickt sich auch nicht. Ne? Es gibt belegte Brote. Mama nascht ein bisschen mit, Papa ist noch nicht da. Mama, Sonja hat gesagt, sie kann schon rauchen, sie kann auch noch gar nicht rauchen. Du sollst bei Tisch nicht reden. Mama, guck mal die Löcher in den Käse. Zwei Kinder stimmen gleichzeitig. Tobi ist aber dumm, im Käse sind doch immer Löcher. Eine weinerliche Jungenstimme. Naja, aber warum? Mama, wo kommen die Löcher im Käse her? Du sollst bei Tisch nicht reden. Ich möchte aber doch wissen, wo die Löcher im Käse herkommen. Die Löcher, also ein Käse, hat immer Löcher. Da haben die Mädchen ganz recht. Ein Käse hat eben immer Löcher. Mama, aber dieser Käse da hat doch keine Löcher. Warum hat der keine Löcher und warum hat der Löcher? Jetzt schweig und iss. Ich hab dir schon 100 Mal gesagt, du sollst bei Tisch nicht reden. Ich möchte aber wissen, wo die Löcher im Käse ausschüpft sie so. Geschrei, Eintritt Papa. Was ist denn hier los? Guten Abend. Ach, der Junge ist wieder ungezogen. Ich bin gar nicht ungezogen. Ich will wissen, wo die Löcher im Käse herkommen. Der Käse, da hat Löcher und der hat keine. Papa, na deswegen brauchst du doch nicht so zu brüllen. Mama wird dir das erklären. Jetzt gib du dem Jungen noch recht. Bei Tisch hat er zu essen und nicht zu reden. Wenn ein Kind was fragt, kann man ihm das schließlich erklären, finde ich. Wenn ich es für richtig finde, ihm das zu erklären, werde ich es ihm das schon erklären. Du isst. Papa, wo doch aber die Löcher im Käse herkommen, möchte ich doch aber wissen. Papa, also, die Löcher im Käse, das ist bei der Fabrikation. Käse macht man aus Butter und Milch. Da wird er gegoren und da wird er feucht. In der Schweiz machen sie das. Sehr schön. Wenn du groß bist, darfst du auch mal mit in die Schweiz. Da sind so hohe Berge, da liegt ewiger Schnee drauf. Das ist schön was. Ja, aber Papa, wo kommen denn die Löcher im Käse her? Ich hab's dir doch eben erklärt, die kommen, wenn man ihn herstellt, wenn man ihn macht. Ja, aber wie kommen die denn da rein, die Löcher? Junge, jetzt löcher mich mit deinen Löchern und geh zu Bett. Marsch, es ist spät. Nein, Papa, noch nicht. Ich es wissen die Löcher im Käse. Bumm, Katzenkopf, ungeheuerliches Gebrüll. Klingel. Onkel Adolf. Guten Abend, guten Abend, Margot. Na, wie geht's? Was machen die Kinder? Tobi, was schreist du denn so? Ich will wissen. Sei still. Er will wissen. Ach, geh jetzt. Ne? Bring den Jungen ins Bett und lass mich mit den Dummheiten in Ruhe. Komm, Adolf, wir gehen so lange ins Herrenzimmer. Hier wird gedeckt. Ja, gute Nacht, alter Schreihals. Nur hör bloß mal. Ja, was hat er denn? Margot wird mit ihm nicht fertig. Ja, wir wissen, wo die Löcher im Käse herkommen und sie hat es ihm nicht erklärt. Ja, danke, rauch jetzt nicht, sag mal, weißt du denn, wie die Löcher herkommen? Das ist so eine komische Frage. Natürlich weiß ich, wie die Löcher in den Käse herkommen. Die entstehen bei der Fabrikation durch die Feuchtigkeit. Das ist doch ganz einfach. Mein Lieber, da hast du dem Jungen aber ein schönes Zeug erklärt. Das ist doch überhaupt keine Erklärung. Na, nimm mir es nicht übel, du bist aber komisch. Kannst du mir denn erklären, wo die Löcher im Käse herkommen? Gott sei Dank kann ich das, also bitte. Also die Löcher im Käse entstehen durch das sogenannte Casein, was in dem Käse drin ist. Das ist doch Quatsch. Das ist kein Quatsch. Das ist wohl Quatsch, denn mit Casein hat es so überhaupt nichts zu tun. Guten Abend, Martha. Guten Abend, Oskar. Bitte nimm schon mal Platz. Mir geht es ja überhaupt nichts zu tun. Was streitet ihr euch denn darum? Nun bitte ich dich um alles in der Welt, Oskar. Du hast doch studiert und bist Rechtsanwalt. Ja? Haben die Löcher im Käse irgendetwas mit Casein zu tun? Nein, die Käse im Löcher, ich wollte sagen, die Löcher im Käse rühren daher, also die kommen daher, dass sich der Käse durch die Wärme bei der Gärung zu schnell ausdehnt. Hohngelächter der plötzlich verbündeten greisigen Helden, Papa und Onkel Adolf. Das ist ja eine ulkige Erklärung, der Käse dehnt sich aus, hast du das schon mal gehört? Eintritt Onkel Sigismund, Tante Jenny.
Dr. Guggenheimer und Direktor Flaggeland. Großes Guten Abend. Guten Abend, noch geht's auch. Unterhalten uns gerade. Sogar riesig komisch. Ausgerechnet Löcher im Käse. Es wird gleich gegessen. Ja, dann erklär du doch mal. Onkel Sigismund. Also die Löcher im Käse kommen daher, dass sich der Käse bei der Gärung vor Kälte zusammenzieht. Anschwellendes Rhabarber. Humor, dann großer Ausbruch mit vollbesetztem Orchester. Vor Kälte! Hast du schon mal kalten Käse gegessen? Dass sie keinen Käse machen, Herr Apollant, vor Kälte! Onkel Sigismund beleidigt ab in die Ecke. Dr. Guggenheimer. Bevor man diese Frage entscheiden kann, müssen Sie mir erst mal sagen, um welchen Käse es sich überhaupt handelt. Das kommt nämlich auf den Käse an. Mama? Um Emmentaler, wir haben ihn gestern gekauft, Martha. Ich kaufe jetzt nicht mehr bei Danzel. Mit Mischewski bin ich überhaupt nicht mehr zufrieden. Also, er hat uns ja neulich Rosinen geschickt, also sowas. Also wenn es Emmentaler war, ist die Sache ganz einfach. Der Emmentaler hat Löcher, weil er ein Hartkäse ist. Alle Hartkäse haben Löcher. Direktor Flaggeland. Meine Herren, da muss wohl wieder mal ein Mann des praktischen Lebens kommen. Die Herren sind ja größtenteils Akademiker. Niemand widerspricht. Also, die Löcher im Käse sind Zerfallsprodukte beim Gärungsprozess, ja. Der Käse zerfällt im weil der Käse... Alle Daumen sind nach unten gerichtet, das Volk steht auf, der Sturm bricht los. Böh! Mit chemischen Formeln ist die Sache nicht gemacht, eine hohe Stimme. Habt ihr denn kein Lexikon? Sturm auf die Bibliothek. Heise, Schiller, Goethe, Bölsche, Thomas Mann, ein altes Poesiealbum, wo ist denn richtig? Hier, Grobkalk bis Kerbtiere. Kanzel, Kapital... Kapitalertragssteuer, Karbatsche, Kartätsche, Karwoche, Käse. Lass mich mal hier, geh mal weg. Also, die blasige Beschaffenheit mancher Käsesorten rührt her von einer Kohlensäureentwicklung aus dem Zucker der eingeschlossenen Molke. Alle, unisono. Hast es, was hab ich gesagt? Der eingeschlossenen Molke. Und ist? Wo geht das denn weiter? Margot, hast du hier eine Seite aus dem Lexikon geschnitten? Hast du den Bücherschrank nicht abgeschlossen? 100 Mal habe ich dir gesagt, schließ den Bücherschrank ab. Waren die Kinder am Bücherschrank? Warum schließt du den Bücherschrank nicht ab? Das ist gut, warum schließt du ihn ab? Nicht ab, mit 100 Mal habe ich dir gesagt, schließ ihn ab. Na, lass mal, Ihre Erklärung war... Also, die war falsch, meine Erklärung war richtig. Ja, Sie haben gesagt, der Käse kühlt sich ab. Sie haben gesagt, der Käse kühlt sich ab. Ich habe gesagt, dass der Käse sich erhitzt. Dann haben Sie aber nichts von der kohlensauren Zuckermolke gesagt. Was du gesagt hast, war doch überhaupt Blödsinn. Was verstehst du denn von Käse? Du kannst ja nicht mal Bäuerschienkäse von einem alten Holländer unterscheiden. Ich habe vielleicht mehr alten Holländer in meinem Leben gegessen wie du. Spuck nicht, wenn du mit mir sprichst. Nun reden alle mit einem Mal. Man hört, betrachte ich gefälligst nur anständig, wenn du bei mir zu Gast bist. Sorry, Beschaffenheit der Muckerzeuge. Mir überhaupt keine Vorschriften zu machen bei Schweizer Käse, aber Emmentaler Käse. Nein, du bist ja nicht bei dir zu Hause, sind anständige Leute. Wo denn? Das nimmst du sofort zurück. Ich lasse mein Haus und meine Gäste nicht beleidigen. Das gehst mir sofort aus dem Haus. Ich bin froh, wenn ich raus bin. Deinen Fraß brauche ich nicht. Du betrittst mir nicht mal meine Schweizer. Oh, meine Herren, das ist doch noch. Also, sie halten doch überhaupt den Mund, sie gehören doch gar nicht zur Familie. Ja, das lasse ich mir doch nicht. Also, habe ich doch noch nicht gefragt. Ich als Kaufmann. Also, hören Sie mal zu. Wir hatten einen Krieg, einen Käse, ja? Ah, das war doch keine Versöhnung. Ist mir ganz egal, wenn du platzt, ihr habt uns betrogen und wenn ich mal sterbe, trittst du nicht mein Erzschleicher! Erzschleicher! So, und okay, hin und verklag mich. Lümmel, ein ganz fauler Lümmel bei dem Bunder, bei dem Vater. Und deine brauchst du denn, deine Herren. Raus, Lümmel! Da muss man ja noch auf seine Sachen aufpassen, wo ist mein Hut? Ja, das wird noch ein juristisches Nachspiel haben, Lümmel. Sie mir auch. In der Türöffnung erscheint Emma aus Gumbinnen und spricht: Gnädige Frau, es ist angerichtet. 4 Privatbeleidigungsklagen, 2 umgestoßene Testamente, 1 aufgelöster Soziusvertrag, 3 gekündigte Hypotheken,
3 Klagen um bewegliche Vermögensgegenstände, ein gemeinsames Theaterabonnement, ein Schaukelstuhl, ein elektrisch heizbares Bidet, eine Räumungsklage des Wirts. Auf dem Schauplatz bleiben zurück. Ein trauriger Emmentaler. Und ein kleiner Junge, der die dicken Arme zum Himmel hebt und den Kosmos anklagt, ach, weit hallend ruft: Mama, wo kommen die Löcher im Käse her?